diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie ich ein Beispiel-Businessplan mit Word erstellt habe. Den können Sie hier unter dem Video auch downloaden und selbst bearbeiten, verändern, wie auch immer. Es ist ein Beispiel. Ich habe mir einen Supermarktservice ausgedacht und das Ganze in Word. Hier sieht man ganz schön das Deckblatt mit den einzelnen Daten zum Gründer, schon mal die wichtigsten Kontaktinformationen, auch der Hinweis, dass das streng vertraulich ist und dass es die Kopie natürlich urheberrechtlich geschützt wird und hier drüben das Inhaltsverzeichnis. Ja, das ist eigentlich auch schon eine ganz interessante Sache, denn das Inhaltsverzeichnis, das kann man automatisch mit Word erstellen lassen. Das setzt aber voraus, dass man sich mit Word gut auskennt und mit Formatvorlagen, Überschriften und Nummerierungen Bescheid weiß. Was hat man noch für Vorteile hier in Word? Eine automatische Seitennummerierung kann man einfügen, die Daten oder das Datum an sich kann automatisch aktualisiert werden. Auch die Nummerierungen funktionieren automatisch, wenn man jetzt mal hier weiterblättert. Hier sieht man schon, also es ist nummeriert in mehreren Ebenen. Man kann auch hier solche Informationsgrafiken oder Organigramme einfügen. Das ist also alles ziemlich gut möglich, wenn man sich mit Word gut auskennt. Ja, hier hat man schon gesehen, es gibt also so gelbe Markierungen. Das ist so ein Tipp von mir, wenn ich also mit Word arbeite und an bestimmten Stellen fehlt noch irgendwas oder muss was aktualisiert werden, dann markiere ich das einfach mit Gelb, auch hier im Inhaltsverzeichnis beispielsweise. Und ich sehe so auf den ersten Blick, da musst du noch was ändern, hier fehlen noch Daten. Das ist also so eine kleine Bearbeitungshilfe. Ja, die Gliederung, wie gesagt, ist frei wählbar. Das hatte ich vorhin in dem Video schon erklärt. Und das erkennt man auch hier. Ich habe da also gerade sehr, sehr viele Unterpunkte eingefügt hier, wo es um die Dienstleistungen geht. Wie es also gebraucht wird, so kann man das dann dementsprechend erweitern und abändern. Dinge, die man nicht braucht, würde ich nicht rausschmeißen, sondern da würde ich dann einen kurzen Satz, einen Vermerk hinzufügen. Wird nicht benötigt oder derzeit so und so mit einem kurzen erläuternden Satz, dann ist das abgeschlossen und verursacht nicht beim Leser die Frage, ja, was ist denn jetzt beispielsweise mit dem Thema Rechtsformen? Da können wir also mal reingehen. Das Schöne ist, man kann auch in diesem Inhaltsverzeichnis klicken und springt dann direkt zum Abschnitt. Dazu muss man STRG oder Control drücken und dann einfach draufklicken. Das habe ich jetzt hier mal bei Rechtsformwahl gemacht und hier sieht man schon ganz kurz nur einen Satz, also das Einzelunternehmen wird bevorzugt, kann aber später auch in eine GmbH umgewandelt werden. Wie gesagt, lieber mit einem kurzen Satz reinschreiben, wie ganz weglassen, das ist auf jeden Fall besser. Ich zeige jetzt nochmal, wie man beispielsweise das Inhaltsverzeichnis aktualisiert, einfach ein Rechtsklick. Hier sieht man beispielsweise, dass Personalbedarf und Personalfindung steckt hier in dem dritten Punkt Unternehmensführung mit drin. Und das ist ja nicht korrekt. Es muss ja einen extra Punkt für Personal geben. Das habe ich bereits korrigiert. Das Inhaltsverzeichnis muss man aber dann noch extra separat aktualisieren. Einfach einen Rechtsklick drauf, Felder aktualisieren, das gesamte Verzeichnis aktualisieren mit OK bestätigen. Und dann gibt es plötzlich hier den Punkt 4 mit 4.1 und 4.2. So wie das sein soll, ist also ziemlich gut möglich. Was haben wir noch zu sagen zu der Version mit Word, den Businessplan zu erstellen? Man kann auch sehr gut Bilder, Organigramme und Tabellen einfügen. Das kann man beispielsweise dann im Anschluss schon erkennen. Ich habe also hier unten auch den Finanzplan dann tatsächlich in einer Tabelle eingefügt. Vorteile von Word sehe ich hier besonders die Rechtschreibeprüfung, die mir in Rot angezeigt wird. Wenn ich hier also einen falschen Buchstaben reinknalle, dann kann ich das sehr leicht sehen und korrigieren. Ich bekomme sogar eine Grammatikkorrektur, wenn ich also hier eine falsche Zeitform oder sowas verwende, dann wird mir das irgendwann, auch wenn Word da durchgegangen ist, grün markiert und ich kann das korrigieren. Hier sieht man also auch nochmal, hier ist zum Beispiel eine grammatikalische Veränderung notwendig. Ja, das kann man also alles dann anpassen. Export zu PDF. Ich kann also aus diesem Word-Dokument ganz schnell ein PDF erzeugen, was dann nicht mehr so schnell abänderbar ist. Ich kann es lokal speichern
und muss mich nicht registrieren oder anmelden. Das ist bei den Online-Services natürlich notwendig und das hat wiederum dann einen Vorteil im Sinne Datenschutz, Datenweitergabe und Datenverkauf. Wenn ich Word benutze, brauche ich mir da also keine Gedanken machen. Die Nachteile von Word liegen natürlich auch auf der Hand. Ich muss natürlich Word erstmal besitzen, ich muss also eine Lizenz haben. Die Bedienung von Word ist auch nicht so ganz ohne. Wer also da nicht sehr viel mit am Hut hat, der wird da echt sein Grauen verspüren, was diese ganze Formatierung anbelangt, diese ganze Abschnitts- und Überschriften einfügen und automatische Verzeichnisse. Man muss sich also mit Word ganz gut auskennen. Ansonsten verballert man wirklich mehr Zeit mit Word als mit der eigentlichen Formulierung und das soll natürlich nicht passieren. Zum anderen ist das künstlerische Talent ein bisschen gefordert. Wenn ich also hier einfach nur meine Texte reinschreibe, dann sieht das nicht besonders schick aus. Man könnte das mit Word alles noch entsprechend ändern. Es gibt ganz viele Formatvorlagen. Man kann die auch hier oder nochmal ändern in Farben und Schriftarten und so weiter. Aber da muss man schon ein bisschen, ja, auch so ein Designgefühl, ein künstlerisches Talent für besitzen. Ich habe das nicht. Deswegen ist da Word für mich nicht die beste Alternative, dazu komme ich aber dann nochmal. Ja, man ist natürlich auch vollkommen auf sich allein gestellt, denn hier an der Stelle, bis auf mein Video, haben Sie erstmal keine Hilfe. Sie müssen selbst formulieren, die Daten brauchen Sie, Sie müssen selbst rechnen und schreiben. Da ist niemand, der Ihnen da sagt, das oder so oder dieses oder jenes muss so oder so gemacht werden. Es ist auch kein Berater oder irgendwie jemand anders dann noch dabei. Das ist bei den Online-Services mitunter nicht so, da kommen wir aber dann später nochmal hin. Ja, der Vorteil, den ich auch hier sehe, ich kann also nicht nur schreiben, sondern ich habe auch direkt die Möglichkeit, die Tabellen mit den finanziellen Planungen einzuführen und zwar als Objekte in Excel. Objekte heißt, wenn ich jetzt hier doppelt drauf klicke, öffnet sich sofort ein Excel-Modul und ich kann so wie in Excel, ich das gewohnt bin, auch hier diese ganzen Berechnungen durchführen. Das rechnet sich von alleine. Ich kann also hier Summen bilden. Ich kann die ganze Funktionalität von Excel hier nutzen. Und wenn ich wieder ins Weiße klicke, dann wird dieses Objekt wieder sofort umgewandelt in so eine Grafik. Und ich sehe dann eine ganz wunderbar formatierte Tabelle, die sich wirklich automatisch dann gerechnet hat. Das ist also ein ganz großer Vorteil, den ich persönlich auch liebe. Dazu aber später auch mehr in den Videos zum Finanzplan, die ich noch erstelle, wie also sowas genau gemacht wird, wie ich das in Excel erstelle und wie das gerechnet wird. Als Fazit kann man ganz eindeutig sagen, nur wer sich mit Word auskennt, der sollte auch Word nutzen. Und zwar, ich würde es persönlich nur für den ersten Entwurf benutzen. Ich nutze also Word, um die ersten Daten zu erfassen, um die grobe Gliederung zu erstellen, die Daten zu sammeln, zu verknüpfen und zu rechnen. Aber ich würde Word niemals jetzt benutzen, um das komplett final auszudrucken, zu formatieren und zu gestalten. Da bin ich viel zu untalentiert für und Word ist viel zu schwerfällig, auch viel zu schwierig zu bedienen. Da sind die Online-Programme durchaus besser. Das wird sich dann in den anderen Tests noch zeigen. Ja. Ansonsten, wenn man damit gar nicht zurechtkommt, dann selbstverständlich direkt in der anderen Software schreiben. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Abschlusswort zu Word. Sie können also diesen Businessplan als Beispiel mal nutzen, lesen sich das mal durch, wie ich das formuliere, was ich da alles reinschreibe. Man darf nicht vergessen, es ist nur ein kleiner Dienstleister, der ja im Einzelunternehmen sich selbstständig macht. Es ist keine riesige Firma, demzufolge sind die Formulierungen auch auf einem relativ niedrigen Niveau rein wirtschaftlich gesehen. Aber es ist erstmal eine gute Möglichkeit, um zu schauen, wie ausführlich kann man formulieren, wie ausführlich sollte man formulieren. Wenn Sie also mit Word gut klarkommen und das kein Problem für Sie ist, können Sie mein Beispiel hier in Word downloaden, die Gliederung entsprechend Ihren Bedürfnissen, Ihrer Firma anpassen, die dazugehörigen Texte formulieren und auch unten den Finanzplan, wenn Sie mögen, übernehmen und Ihre Daten eintragen und dann sind Sie fertig. Können Sie sehr gerne machen. In diesem Sinne schauen Sie sich das nächste Video gleich noch an. Da werde ich also den ersten Online-Service vorstellen, wie man einen Businessplan mit einem Online-Dienst erstellt und Sie werden merken,
Es ist im Grunde genommen nicht sehr viel anders wie hier in Word, nur dass man im Internet arbeitet. Bis dahin also alles Gute.